Bundesliga, der Formcheck vor der Rückrunde mit BVB, FCB und den Kellerkindern. Während der FC Bayern nach der Vorbereitung im Meisterschaftskampf morgen Luft schnuppert, wird es im Tabellenkeller für den Club stockduster. Spox macht den großen Formcheck vor dem Start der Rückrunde. 1. FC Nürnberg 18. mit 11 Punkten. Personal, Verletzte wie Torhüter Christian Matenia und U21-Nationalspieler Eduard Löwen, Foto, sind wieder fit. Neuzugänge gibt es bislang nicht zu vermelden. Testspiele, 1:1 gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle, 1:2 gegen den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die spielerischen Leistungen ließen arg zu wünschen übrig. Prognose, zu schwach die Hinrunde, zu schwach die Vorbereitung auf die Rückrunde, der Club steigt ab. Der Kader von Trainer Michael Köllner ist nach wie vor nicht Bundesliga-tauglich. Hannover 96 17. Mit 11 Punkten. Personal, mit Nikolai Müller, Eintracht Frankfurt und Kevin Akpoguma, TSG Hoffenheim, sind zwei Neuzugänge an Bord, ein Stürmer soll noch kommen. Niklas Füllkrug, Foto, und Ilas Bebu fehlen länger verletzt. Testspiele, Licht und Schatten. Gegen Heracles Almelo gewannen die Niedersachsen zum Abschluss der Vorbereitung deutlich mit 4:1. Zuvor hatten sie sich zu 2 Unentschieden gegen NEC Nijmegen 0:0 und zu Tewerken 3:3 bemüht. Prognose, Coach André Breitenreiter fordert nicht grundlos weitere Transfers, 96 bleibt in der aktuellen Besetzung keine andere Wahl als der Gang in die 2. Liga. Die zuletzt von Breitenreiter eingeräumten internen Probleme verschärfen die Lage zusätzlich. VfB Stuttgart 16. 14 Punkten. Personal, Alexander Eswein und Steven Suber sind neu für die Rückrunde, Holger Badstuber, Foto, kann gehen, Benjamin Pavard wird am Saisonende zum FC Bayern wechseln. Testspiele, 2 Tests, 5 Gegentore, kein Sieg, Markus Weinzierl kann nicht zufrieden sein. Besonders an der Kommunikation in der Hintermannschaft hapert es zurzeit. Wir müssen besser kommunizieren, so der VIP-Coach. Prognose, die Schwaben müssen ihre Defensivprobleme lösen und vorne kaltschnäuziger werden. Schaffen sie das, verhindern sie den Abstieg. Die Qualität im Weinzierl-Kader ist nämlich größer als bei den restlichen Kellerkindern. FC Augsburg, 15. mit 15 Punkten. Personal, mit Gregor Kobel kam ein Torwart von der TSG Hoffenheim auf Leihbasis. Die Südkoreaner Ku und Jordi sind noch beim Asien Cup. Kai Jubi, Foto, nimmt sich, wieder einmal, länger Urlaub, als ihm zusteht. Testspiele, ein 3:0 und ein 0:1 in 62 Minuten Tests gegen Royal Antwerpen, passabel. Das Fazit von Alfred Finnbogason: R, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Prognose, die Fuggerstädter retten sich, wenn sie, anders als aktuell Kai Jubi, den Fußball wieder in den Vordergrund stellen. Trainer Manuel Baum ist um mehr Disziplin bemüht. Sein Team muss vor allem in Sachen Konzentration nachlegen. Fortuna Düsseldorf, 14. Mit 18 Punkten. Personal, Olgi Jaroslav Drobny kommt von Werder Bremen, weil mit Raphael Wolf und Tim Wiesner zwei Keeper verletzt sind. André Hoffmann und Diego Contento sind weiterhin außen vor. Testspiele, der Aufsteiger knüpfte an seine guten Leistungen vor der Winterpause mit 9 Punkten aus 3 Spielen an. Gegen den BVB 2:3 und FCB 0:0 zog sich der Underdog in den Wintertests gut aus der Affäre, gegen Hertha gab es sogar einen 3:1 Sieg. Prognose, das Theater um die Vertragsverlängerung von Friedhelm Funkel hat für Chaos gesorgt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Causa um den Trainer auf das Team auswirkt. Im Normalfall sollte die Fortuna aber mindestens die Relegation erreichen.
FC Schalke 04, 13. mit 18 Punkten. Personalidentifikationsfigur Naldo ist weg, einen Ersatz für den Vizekapitän gibt es noch nicht. Zudem fallen einige Spieler wie Amine Harit oder Guido Burgstaller aus. Einziger Neuling, Co-Trainer Seppo Eichkorn. Testspiele im Trainingslager im spanischen Benidorm arbeitete die Mannschaft an ihrer Abschlussschwäche, am Ende blieb ein durchwachsener Eindruck. Das einzige Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk endete 2:2. Prognose, bei den Knappen brodelt es. Das Selbstvertrauen ist im Keller, die personellen Probleme bereiten Domenico Tedesco noch mehr Sorgenfalten. S04 muss zittern, dürfte am Ende aber ebenso wenig mit dem Abstieg zu tun haben wie mit Europa. FSV Mainz 05, 12. Mit 21 Punkten, Personal, die Rheinländer wurden bislang nicht auf dem Transfermarkt aktiv, konzentrieren sich stattdessen mehr darauf, ihre verletzten Spieler wie Kapitän Nico Bungert-L fit zu kriegen. Testspiele, eigentlich gut und dann doch wieder nicht. 10 Tore in 4 Testspielen und ansprechende Leistungen sprechen für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz. Allerdings verspielte das Team in den Tests dreimal einen 2:0-Vorsprung. Prognose, der FSV wird sich im unteren Mittelfeld der Tabelle halten und nicht in Abstiegsgefahr geraten. Vorausgesetzt, das Schwarzteam bleibt defensiv stabil und verbessert seine Chancenverwertung. SC Freiburg 11. Mit 21 Punkten, Personal, Vincenzo Grifo, Foto, ist nach einer verkorksten Hinrunde in Hoffenheim zurück im Breisgau. Das Stammpersonal ist, bis auf Christian Günther, fit. Und Trainer Christian Streich verlängert wohl bald bis 2020. Testspiele, beim Doppeltest gegen den Liga-Rivalen Mainz 05 gab es zweimal ein 2:2. Immerhin holten die Breisgauer dabei zweimal einen 0:2-Rückstand auf. Die Moral stimmt also. Prognose, der SC kämpft wie fast immer gegen den Abstieg, gewinnt diesen Kampf aber. Dafür ist der Zusammenhalt unter Kultcoach Streich einfach zu groß. Werder Bremen, 10. mit 22 Punkten, Personal, bis auf den Wechsel von Jaroslav Dropny nach Düsseldorf tat sich bei den Bremern nichts. Florian Kainz könnte noch beim Zweitligisten 1. FC Köln anheuern. Testspiele, während des Trainingslagers in Südafrika wurde der erste Test gegen die Kaizer Chiefs beim Stand von 1:0 wegen starker Regenfälle abgebrochen. Bei einer weiteren Partie gegen Bydgoszcz gab es ein 2:2. Wo die Bremer stehen? Schwer zu sagen. Prognose, wir können nicht zufrieden sein, wenn wir 10. bleiben, so Trainer Florian Kohfeldt. Zur angestrebten Qualifikation für die Europa League wird es aufgrund der starken Konkurrenz aber wohl nicht reichen. Bayer Leverkusen, 9. mit 24 Punkten, Personal, der wichtigste und bislang einzige Neuzugang ist der Trainer Peter Bosch. Der Ex-BVB-Coach beerbte kurz vor Weihnachten Heiko Herrlich. Verletzt ist aktuell nur Panagiotis Retsos. Testspiele, Bayer gewann seine Tests gegen Twente Enschede 4:0, PEC Zwolle 3:1 und Preußen Münster 4:2. Bosch setzt auf sein variables 4-3-3 mit Karim Belarabi, Kevin Volland und Leon Bailey, der wieder auf die rechte Seite wechselt. Prognose, Bosch bringt frischen Wind rein, die Spieler fühlen sich wohl. Das macht den Fans der Werkself berechtigte Hoffnung darauf, dass sich ihr junges Team konstanter und spielfreudiger als in der Hinserie präsentiert. Die Europa League Quali ist drin. Hertha BSC 8. mit 24 Punkten, Zugänge sind ausgeschlossen, Abgänge nicht. Verwirrung gab es um Abwehrleihgabe Derek Lukasen, die nach Sindesmoseris die Reha absolviert. Verletzt sind auch noch Marco Grujic, Foto, oder Javairo Dirusun.
Testspiele. Auf das 4:1 im Test gegen Zweitligist Arminia Bielefeld folgte das ernüchternde Erwachen beim Telekom-Cup-Turnier letzter nach einem 0:1 gegen Gladbach und einem 1:3 gegen Düsseldorf. Hinten war Berlin zu löchrig, vorne zu harmlos. Prognose: Wir müssen uns vielleicht nochmal zusammensetzen und über die Ziele nachdenken, sagte Pal Dardai nach dem schwachen Vortrag beim Telekom Cup. Hertha fehlte schlichtweg an Qualität, deshalb reicht es am Ende auch nicht für Europa. TSG Hoffenheim, 7. mit 25 Punkten, Personal, Steven Zuber, Stuttgart, Felipe Pires, Palmeiras, Sao Paulo, Kevin Akpoguma, Hannover, Foto, Gregor Kobel, Augsburg und Vincenzo Grifo, Freiburg, wurden ausgeliehen. Neuzugänge sind nicht vorgesehen. Testspiele: Die TSG bestritt in Spanien 2 Tests an einem Tag. Erst schlug sie VV St. Truiden mit 5:2, dann verlor sie 2:3 gegen RSC Anderlecht. Trainer Julian Nagelsmann ist mit der Vorbereitung zufrieden, die Jungs machen einen griffigen Eindruck. Prognose: Die Mannschaft kann sich nach dem Aus im Europapokal wieder voll auf die Liga fokussieren und will Nagelsmann erhobenen Hauptes verabschieden. Deshalb erreichen die Kraichgauer am Ende einen Europa League. Eintracht Frankfurt 6. Mit 27 Punkten, Personal, der ein oder andere Profi soll oder will weg, wie Nikolai Müller, der nach Hannover verliehen wurde. Nils Stenderer, der jüngere Bruder von Marc, erhielt einen Profivertrag. Timmy Chandler fehlt noch. Testspiele: Trotz des 0:1 gegen Flamengo Rio de Janeiro im US-Trainingslager sieht Trainer Adi Hütter die Hessen gewappnet für die Rückrunde. Zuvor gab es schließlich ein 2:1 gegen den FC Sao Paulo. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, so Hütter. Prognose: Die Qualität im SGE-Kader ist schon jetzt unbestritten und die jungen Spieler und Neuzugänge entwickeln sich stetig weiter. Trotz der Doppelbelastung schafft es der Pokalsieger wieder in die Europa League. VfL Wolfsburg 5. Mit 28 Punkten, Personal, alles ruhig in Wolfsburg, wenngleich Wu Weghorst noch nicht bei 100% ist und Daniel Ginczek an einer Bänderverletzung laboriert. Gut möglich, dass der VfL noch auf dem Transfermarkt aktiv wird. Testspiele: Mit 2:3:0 Siegen gegen Vitesse Arnheim und HNK Rijeka bestätigte das Team von Bruno Labbadia seine Stabilität. Devil-Coach setzte mit einem straffen Programm alles daran, dass sein Team an die glänzende Dezemberform anknüpft. Prognose: Wolfsburg bleibt im Kampf um einen Europa-League-Startplatz dran. Labbadias Mannschaft erweckt in dieser Saison den Eindruck einer eingeschworenen Einheit, die ihren Plan bis zum Schluss durchzieht. RB Leipzig 4. Mit 31 Punkten, Personal, Tyler Adams und Amadou Haidara kamen aus den Red Bull-Filialen in New York und Salzburg. Bruma fehlt mit einer Knöchelverletzung. Emil Forsberg steht nach Adduktorenproblemen vor dem Comeback. Testspiele: Beim 1:1 gegen Galatasaray Istanbul und dem 1:0 gegen den Wolfsberger AC aus Österreich rissen die Leipziger keine Bäume aus. Dennoch funktionierte die Offensive, beide Spiele hätten auch deutlich gewonnen werden können. Prognose: Leipzig erreicht die Champions League, wenn sich Leistungsträger wie Emil Forsberg wieder erholen und vor allem die Offensive um Nationalspieler Timo Werner an ihrer Chancenverwertung arbeitet. Borussia Mönchengladbach 3. Mit 33 Punkten, Personal, Matthias Ginter absolvierte nach seiner im November erlittenen Gesichtsverletzung die gesamte Vorbereitung der Fohlen. Externe Verstärkungen blieben aus. Raphael und Mamadou Doucouré fehlen länger. Testspiele: Die zweiterfolgreichste Offensive der Liga, 36 Treffer, kam im Trainingslager nicht in Schwung, es setzte 2 Testspielniederlagen. Im Telekom Cup reichte es mit einer verbesserten Leistung zu Platz 2.
Prognose, wenn die Elf von Trainer Dieter Hecking nicht einbricht, schaffen die Gladbacher zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Sprung in die Champions League. FC Bayern München, Zweite mit 36 Punkten. Personal, Neuzugang Alphonso Davies zeigte beim Telekom Cup, dass er schnell und trickreich ist. Gut möglich, dass der FCB noch mit Callum Hudson-Odoi nachlegt. Frank Ribéry fehlt zum Rückrundenstart. Testspiele, Niko Kovac Truppe holte den Telekom Cup ohne ein Tor in der regulären Spielzeit zu erzielen. Der Rückrundenauftakt am Freitag in Hoffenheim wird zur Standortbestimmung. Prognose, verbessern die Bayern ihr Spielverständnis, ihre Abstimmung und ihre taktischen Flexibilität, muss sich der BVB warm anziehen. Die Motivation stimmt, es wird spannend. Borussia Dortmund 1. Mit 42 Punkten, Personal, der 19-jährige Argentinier Leonardo Balerdi kommt von den Boca Juniors, um den Ausfall von Manuel Akanji aufzufangen. Marco Reus verpasste den Großteil der Vorbereitung wegen Magenproblemen. Testspiele, der BVB gewann alle drei Testspiele gegen die niederländischen Erstligisten Feyenoord und Tilburg sowie Ligakonkurrent Düsseldorf. Lucien Favre Mannen zeigen, dass sie in der Rückrunde nicht nachlassen wollen. Prognose, wenn Reus wieder bei Kräften ist und er aber auch andere Leader verletzungsfrei bleiben, ist den Dortmundern eine starke Rückrunde zuzutrauen. Punkt. Wir wagen daher zu prognostizieren, dass sich der BVB im Mai 2019 zum 9. Mal zum Meister krönt.